Also so nett wie ich wäre, wenn ich sofort Urlaub machen würde, würde ich sofort sie abholen, sie mein Auto zehren, zu dir runterfahren, sie bei ihr ausliefern und irgendwann mal in 30 Jahren abholen. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zur neuen Folge von Wreckfest. Heute hier auf der National Amateur Scandinavia Tour. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Wir sind hier auf einer Fahrt, die haben wir noch nicht gemacht. Oder auf ein... muss ich mich wieder dran gewöhnen. Also die Steuerung, aber das kriegen wir schon hin. Wir haben in unser Bumblebee oder wie ist die Biene hier aus dem Unterwegs sehr schön in Ego-Perspektive. Das ist eine Runde, wie gesagt, die haben wir noch nicht gemacht, beziehungsweise ein Tournee. Das ist diese zweite Tournee, wo ich gesagt habe, die machen wir nächstes Mal weiter. 30 Jahre später gefühlt. Ich weiß nur nicht, ob der letzte Boss schon draußen ist. Die Sachen werden hier nicht so bei mir angeguckt, jedenfalls Wreckfest und sowas nicht unbedingt. So, wir sollen hier eigentlich noch drei Leute rausdrehen. Aber ich glaube mal, das kriege ich eher weniger hin, weil ich hier irgendwelche Leute rausdrehe. Drehe ich mich selber raus. Oh, jedenfalls einen schon mal. Nee, das war nicht. Und Bumblebee kriegt das hin. Ui, ja. Ich werde so eigentlich sogar mit dem zweiten Platz zufrieden. Aber wir haben ja lange nicht mehr gespielt. Ich merke gerade, die Musik ist aus. Wie ich meine. Bloß kann ich gerade nicht nebenbei was machen. Jetzt. Es ist wieder ein neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen. Bei mir hat das neue Jahr angefangen. Bei euch ist bestimmt schon die zweite Woche angebrochen. Oder dritte Woche. Ich habe ja noch ein paar Videos, die ich noch nicht rausgebracht habe. Deswegen weiß ich da nicht, wann dieser Part hier rauskommt. Allgemein irgendwelche Parts, die ich jetzt gerade aufnehme. Also Zusatzziel erreicht. Oder Ziel eigentlich der Runde erreicht. Mein Ziel ist jetzt noch, die zwei am besten zu überholen. Wird wahrscheinlich aber nichts. Wer sich nicht mal im Wreckfest erinnern kann, mein Ziel war hier, die Toren abzuschließen mit einer Punktzahl, die mir im Moment einigermaßen egal ist, die wir dann später noch verbessern können. Also gehen hier mit Dritter durchs Ziel, das ist normales Rennen, würde ich sagen, das ist eigentlich in Ordnung. Es ist nicht schlecht, wir haben einen neuen Träger vorne dran. Und ich muss mal ein bisschen, ja, das ist eine neue... Screen oder den Hintergrund oder wie es auch. Geil, ich habe vorhin ein Update machen müssen vor 14 Minuten. Persönlich kenne ich mich bei diesem Spiel nicht aus so sehr. Ich weiß nicht, was sich alles geändert hat. Wir sind in der nächsten Runde von der Skandinavia Tour und der Zirkel heißt Fields Racing. Also auch eine schöne lange Strecke, eben mal geradeaus und gut ist. Ich sitze hier ein bisschen verkehrt, sehe ich gerade, oder beziehungsweise im Bildschirm. Oh, sieht das alles komisch aus. Ich sitze zwar gerade vom Bildschirm, aber mein Lenkrad ist gefühlt 10 cm neben mir. Eurodac, wer weiß, vielleicht komm ich heute nochmal zum Eurodac aufnehmen. Kann es kaum ausmachen, jetzt kommt irgendwas, was ich nicht gucke. So, Fields Hills Racing Way. Jetzt mal so eine lange Ladesequenz dazwischen, das kotzt mich ein bisschen an. Was haben wir jetzt? Fahrer die beste... Oh. Also am besten erstmal vordrängeln. Das ist normalerweise schon die erste und eigentlich schon die beste, weil wir das erste durch sind. Wir kennen die Runde noch nicht, das ist das Miese daran. Eine Map gibt es auch nicht und Ego-Perspektive zu fahren ist einfach geil. Es ist das Mindeste, was man in diesem Spiel machen sollte. So, ich überlege schon die ganze Zeit, was kann ich noch aufnehmen. Ich bin ja wieder ein kleines bisschen Vorproduktion und durch meine Aufnahme bzw. meine Hochladesequenzen habe ich ja ein bisschen mehr Freiraum jetzt, was das alles angeht. Zumindest gibt es dieses Jahr immer noch nicht, weil ich in der Sache auch einen Schrank hätte, sollte am besten Fall im Umgang keinen Platz. Ja. Also es ist schon mal nicht mal die beste Runde. Kriegen wir aber noch hin.
So, eieiei. Prima, eine Herausforderung. Ja, da gibt es wieder Bonuspunkte. Geil, wäre schön, ein paar Blümchen zu haben. Gerade schlau und hier bin ich vorhin auch noch mal raus. Och, scheiße. So, wer bei mir Sims guckt, ich weiß, dass ich wahrscheinlich eine neue habe. Ich habe jetzt besitze oder angedeutet, dass ich eine Kamerafrau besitze. Und ich glaube, diese Runde, das wird richtig mies. Letzte Runde. Aber es ist nicht die beste von allen her. Und der von mir ist der Rivale, okay. Das ist auch nicht schlecht zu wissen, aber rammen werde ich den wahrscheinlich nicht. Ich habe einiges vor noch dieses Jahr. Habe ich ja letztes Jahr ja auch schon gedacht, komm, ich muss eigentlich an den deswegen schon wieder für nochmal kommen. Weil ich habe kein Jahresendvideo gemacht dieses Jahr, weil sich diese Sachen nicht mehr so angeguckt, sich nicht angucken ließen. Diese Kurve hier oben. Oder schlechte Aufrufezahlen hatten für die Arbeit, die dahinter steckte. Auch wenn das Video ein 0815 Video aussah, es war für einen, der keine Zeit hat, irgendwie großartig, extrem viel Arbeit. Ich habe auch bei meinem KMM-Video, weiß ich noch, habe ich damals eine Stunde dran gesessen und habe die geschnitten. Und hier... Oh, nächste Runde weiß ich jetzt schon. Raus wurde fehlgeschlagen. 1-3, was war die beste? 1-3. Hä? Ach, die beste, oder? Oder von allen. Von allen die beste. Oh nee, das wäre ja. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, das war's. Wir runden. Das ist immer so das Beste. Und wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gibt es nur wenn ich einen Daumen nach unten schreibe, einen Kommentar, ob mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn sie. Ciao, ciao. Wie ist jetzt schon? Raus wurde fehlgeschlagen. 1-3. Was war die beste? 1-3. Hä? Ach, die beste, oder? Oder von allen. Von allen die beste. Oh nee, das wäre ja. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, das war's. Wir runden. Das ist immer so das Beste. Und wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gibt nur noch, wenn ich einen Daumen nach unten schreibe, einen Kommentar, ob mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn sie. Ciao, ciao.